einen schönen guten Tag. Zurück in den Slums. Bei The Tenants. Hat aber den Hintergrund, dass wir die Zielkarten abschließen wollen. Und ich habe schon ein bisschen... Also ihr seht, zwei Karten erledigt. Eine Sabotage will ich noch durchführen. Und zwar bei den Kollegen hier. Weil die haben auch gerade noch... ein Herzchen hier. Deswegen können wir das auch gleich wieder nach oben steigern. So, erstmal Vermieterpunkte. Sehr schön. Braucht kein Mensch. Schließe Babysitter-Jobs ab. Das kriegen wir hin. Können wir nebenbei einfach mal laufen lassen. So, jetzt kriegt er erstmal eine Torte ins Gesicht. Nicht witzig. So, jetzt geht's aber wieder nach oben. Ja, und da sind wir wieder perfekt dran. Sehr schön. Übrigens, habe ich gesehen, wir haben unter anderem hier, glaube ich, eine Mieterin, Irene Weaver. Ich habe es ja schon gemacht. Bei der ist gerade die Heizung kaputt. Die ist schon Stufe 11. So, und wenn wir mal hier reingehen... Ah! Kratzt. Gibt es auf Stufe 10 die Möglichkeit, Eigenschaften eines Mieters zu ändern? Also eine gegen eine von drei zufälligen Eigenschaften. Das finde ich sehr spannend. Habe ich tatsächlich schon zweimal gemacht. Also bei ihr habe ich jetzt die Eigenschaft geändert. Sie hat jetzt nur positive und eine neutrale. Liam. Nein. Sorry. Da ist kein Platz, um irgendwas zu ändern. Weil die Wünsche, wir kennen die Wünsche von unseren Mietern. Wollen entweder ein Klavier haben oder... Oh, was war das andere? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall passt das nicht in diese kleine Wohnung rein. Deswegen, nope. Nicht mit mir. So, danke, dass ich ohne Schal. Okay. Was können wir noch machen? Ich würde eine Renovierung machen. Deswegen bin ich unter anderem auch hier. Es gibt wenig Geld. Das müssen wir von vornherein schon mal sagen. Aber wir können im besten Fall hier gleich mal was abschließen. Ja, obwohl die Wohnungen sind halt auch super klein. Ist doch Quatsch. Warum soll ich denn von der anderen Seite was putzen? Der Raum wird doch gar nicht gemacht. Naja, egal. So. Vertrag läuft aus. Ja, verlängern. So, ich hoffe, dass Onkel ein bisschen was repariert, was wir dann an uns nehmen können. Elektrogeräte. Ja, komm, wir müssen leider Profi schicken. Ja, das kannst du reparieren. So, das kommt zu mir. Das kommt zu mir. Das kommt in mein Lager. Dann sind wir schon mal bei drei Objekten. So, da sehen wir Plünderer. So, die letzten beiden Sachen noch wegschmeißen. 20 Pflanzen muss ich sowieso irgendwo einbauen. Na gut, so, was müssen wir dann machen? Ein Sportzentrum, wahrscheinlich, Sportzentrum, ja, genau, Sportzentrum. Welche Räume soll ich denn machen? Okay. Also, das wird der Sportraum. So, ich versuche so wenig wie möglich Platz zu verschwenden. Um... verkaufen. Um die 10... Nee, um die 20 Pflanzen hier rein zu bauen. Was war das für eine Melodie? So.
Motivation Poster, die sind auch easy. Stay cool, stay cool, stay cool. Ja, der Heimtrainer, der wird ein bisschen Platz wegnehmen. Und eine Wanduhr, das ist aber easy. So. 10 Pflanzen in einem Raum. Ich baue jetzt noch mehr Pflanzen, und zwar die billigsten, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das große sein müssen. Also es sind auf jeden Fall mehr als 20 Pflanzen hier drin. So, Trophies können wir noch an die Wand hängen. Dann haben wir Ditte. So, und welcher ist denn... Ach, die Küche soll ich machen. Ah. So, einfach nur einen neuen Anstrich kriegen und ein bisschen was ersetzt werden. Ein Teeset brauchen wir noch. Die Küche eigentlich ganz cool. Roaddose. Mixer. Also einfach nur ein bisschen was ersetzen. Das finde ich auch mal ganz niedlich. Also nicht, dass wir alles komplett neu aufbauen müssen, sondern dass hier auch mal von vornherein schon was steht und wir einfach nur ergänzen müssen. Sehr gut. Wir haben mehr Geld. Eine Wanduhr. Plant. Mann. Also das nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass diese ganzen Sachen, also vor allem die Pflanzen, jetzt alle... in diesem Winterstil sind. Schlimm. Eine Langhantel. So. Und ich hoffe, wir haben die nächste... Ja, sehr gut. Alter. Die nächste Karte, also Zielkarte. Schließe 10 Wohnungsevents ab. Kaufe eine Wohnung. Ganz ehrlich. Wir testen mal was. Ja, das mit dem Lager weg. Kaufe eine Wohnung. Wir haben ja noch einen Spot frei. Und hier kosten ja die Wohnungen gefühlt nichts. Was ist jetzt los? Ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Wie viel Geld habe ich denn? Ferry Street. So, wir kaufen die Ferry Street. Man kennt sie. Und ich möchte behaupten, sie ist genauso eingerichtet, wie ich sie damals verkauft habe. Ach so. Ja, ist eigentlich egal. Ob ich die gewinne. Was ist denn jetzt los? Was? Nein, ist sie jetzt weg? Das ist Creek Road. Alter Schwede. Also, ich sag mal, hier könnte man eine gute WG draus machen. Kann man, glaube ich, sehr viel draus machen. Irgendwie hat diese Wohnung was. Okay, das ist auf jeden Fall über unserem Wert. Scheiße, ich werde mir die nicht leisten können. Boah, 207.000. Ja. Oh, da gingen aber die Schilder schnell hoch. 210. 211 habe ich noch. Jetzt bin ich raus. 217. Oh. 222. Schöne Wohnung, muss man sagen. Kann ich hier auch verlassen?
Also ich hätte sie für 2,25,9 bekommen wahrscheinlich. Schade. Leider nicht mein Budget gerade. Gut, dann warten wir ganz kurz. Was können wir in der Zwischenzeit noch machen? Übergebe Geschenke an Mieter. Das könnten wir auch nochmal machen. Wobei hier, naja, die Slums halt, ne? Wir können ja mal angeln. Gucken, ob das geht. Wir gehen in die Berge. Ist das Spiel noch offen? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Mal ja ein bisschen Leine lassen. There it is. Süßwassertrommler. 49 Punkte. Okay. Ja, keine Ahnung, ob die Ratten hier durch die Tür gehen. Durch die Tür. Durch die Wände. Anscheinend schon. Na kommt, ihr beiden Ratten. Kann man die da irgendwie hintreiben? Wahrscheinlich nicht, wa? Ja doch, jetzt hat sie Falle, sehr schön. Hanniderm. Hanniderm. Who the fuck is Ryan Hutchinson? Ach, das ist der Typ, den wir gerade babysitten. Naja, gut. So, das war's. Babysitter-Job abgeschlossen. Auch noch einen weiteren? Mann, Alter, hier sind ja nur Probleme. Gott, ey. Ich hab wieder irgendein Ziel nicht erreicht. Sehr schön, wieder mehr Geld. Ah, die ist echt gut, die Uschi. Die ist wirklich gut. Was habe ich denn gerade nicht erreicht? Ach, hier, guck mal. So, die Ferry Street für 50.000. Ja, der Rest ist mir egal. Ich will einfach nur die Ferry Street haben. Diese kaufen wir und dann haben wir unsere 5 Zielkarten abgeschlossen. Und können uns anschauen, was als nächstes auf uns zukommt bei der Hauptmission. So, ich guck mal hier in der Ecke, ob ich hier noch irgendwelche Graffitis finde. Ne. 7. Was hast du denn hier für eine Wohnung eigentlich? So, ich glaube, wir sind soweit, ne? So, Verhandlung in der Boring Lane. Warte mal, ich reinige erstmal nochmal ganz kurz. Vielleicht, dass ich dein ganzes Geld hier erstmal wegmachen muss. Gibt uns übrigens Geld. Das waren 4.000, die ich glaube ich jetzt dadurch verdient habe. So, wie zufrieden bist du denn? Super zufrieden. Du zahlst mir 4.400. Ja, ist schon relativ weit oben. Fang doch nicht wieder unten an.
Das ist das, was sie, glaube ich, gerade zahlt. Hier 7. Na, wunderbar. Ja. Ich meine, es ist unser Vorteil, dass... Eieiei. Was für ein Outfit von der Dame. Oder ist das ein Typ? Nee, ist eine Frau. Kurz gedacht, das wäre ein Typ. So, 50.000 ist er auch wert. Na, das ist doch schön. So, Wesley Connor. Mann, Alter, dass ich in diesem scheiß Weihnachtsmann-Outfit umherlaufen muss. So, man möchte auch genau 50.000 haben. Okay. Mehr ist dieses Objekt schon nicht wert. Also verkauf mir den Mist. Boah, ernsthaft? Oh, ich will doch nur diese blöde Zielkarte abschließen. Danke. Looks like you really got the hang of it now. This place is looking real nice. Congratulations. Du hast... Ja? Deine Belohnung? Nichts. Haha. Meine Belohnung ist nichts. Das ist ja schön. So, und so wie sie ist, verkaufe ich sie auch wieder. Boah, die ist halt scheiße, nichts wert. Ah, ich muss sie auf 14 Tage mindestens behalten. Aha. Ich will eigentlich überhaupt nichts ändern an dieser Wohnung. Die ist so, wie sie ist, kacke. Ich könnte vielleicht ein paar neue Wände und sowas reinziehen. Also Wände, ich meine hier Tapeten. So. Das ist wirklich nicht schön. Gut, das muss ich diese Kack-Immobilie tatsächlich 14 Tage halten. Ach, welcher von euch waren das hier? Lagergegenstand, danke. Seid ihr Mitbewohner? Wer seid ihr denn? Ach, ihr seid die Alkoholiker-Band. Alkobar, na, das überrascht mich ja nicht. Okay, gut, dann machen wir jetzt weiter angeln. Und gucken mal, ob wir... Also keine Ahnung, was ich hier gewinnen kann. Wahrscheinlich nichts. Oh. Außer, dass Lebenszeit rumgeht. Oh, wir können ja mal... Hallo, Darren. Hallo, Ben. 49 Punkte. Hallo, Darren. Das sind meine Mitbewohner. Also meine Mieter, ne? Lustig. Mann, ey, Leute, wie sieht's denn hier schon wieder aus? Ah, ihr lasst diese Wohnung auch so verkommen. Ich finde die trotzdem immer noch ganz okay. So, wir warten jetzt mal trotzdem die 14 Tage kurz ab. Ich suche ganz kurz mit euch noch ein paar Graffitis und andere Sammelgegenstände. Ich bin ja nebenbei auch noch hier ein bisschen Geld machen. Da findet man nochmal ein bisschen Geld auf den Straßen. Mich interessieren trotzdem Graffitis am meisten. Oder halt irgendwelche anderen Sachen. Oh, ein Jahrmarkt. Cool. Sunset Bay. Sterben. Irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch. Ah, nee. Hier war doch gerade was. Da. Ach so. Shit.
Ach, Elitevertrag. Na gut, komm. Neue Gegenstände. Für den Weihnachtsmann habe ich übrigens gerade noch was gemacht. Und der hat mir, also seine Weihnachtsmann-Werkstatt habe ich quasi aufgebaut. Und von dem habe ich auch noch ein paar Special-Sachen bekommen. Ich weiß gar nicht mehr was. Kann man das eigentlich noch nachvollziehen, was man bekommen hat? Nee, ne? So, was hey, man. Ach, der Homeless. I finally have some spare money. Just don't ask me where I got it from. The point is, now I can overhaul my old crib. Would love to see some coziness in this place, but don't try pulling that high-class design you all love so much. Bleh. All right, let's see if you got any magic to make it look fresh. Won't be easy, that's for sure. All right, let's see if you got any magic to make it look fresh. Won't be easy, that's for sure. All right, let's see if you got any magic to make it look fresh. Won't be easy, that's for sure. All right, let's see if you got any magic to make it look fresh. Okay, wir brechen das Ganze mal ab. Bevor der hier zum sechsten Mal dasselbe erzählt. Also, Badezimmer. Oh, blau, er hat übrigens ein Budget von 11.000 und das als Obdachloser. Respekt und Anerkennung. Oh, das ist eine Tür. Ich stelle da einen Stuhl drin. So, Toilet. Und Toilet Paper. So, da ist das Bad schon fertig. Eine Lampe gibt es hier noch drin. Ohne immer Strom. Wanddekoration. Und eine Uhr. Naja, gut, okay. Dann hier den anderen Spuk. Schön den blanken Stein. Reckentisch. Ist nichts Neues. Hatten wir schon mal gemacht. Und wenn ich mich recht entsinne, sogar schon zweimal. Das heißt, wir dürften jetzt den letzten Schritt machen für den Obdachlosen und damit dann auch alle Objekte bekommen. Mal schauen. So, Dosenfutter. Schmeiße einfach hier in die Ecke. Kühlschrank will er auch haben. Krass. Feuerholz geht nicht. Weinregal. Wollte der schon immer ein Weinregal? Ventilator. Mann, Mann, Mann. Teekanne. Gasflasche. Und ein bisschen Dekoration. Ach, eine Kiste fehlt noch. So. Löschen. So, Feuerholz. Kühlschrank müssen wir noch anschließen. Genauso wie den Venti. Dann sind wir da durch. Sind wir da durch. Drei Gläser noch. Und eine Uhr hätte... Alter. Dekadent hier erstmal so eine Turmuhr. Obdachlosen-Stil. Naja. Gut, Job abschließen. Kriegen wir nochmal richtig Geld für Slum-Verhältnisse? Da will wieder jemand verlängern. I'm looking for Graffitis. Oh. Ach, eine Purse. Schade. Wo ist denn der Vertrag? Hallo? Hallo? Ach, meine Stufe 11, Irene. Sehr schön. Ja, mit dir wird ich auf jeden Fall verlängern. Ach, was zahlst denn du? Du zahlst 5, 27. Oh, war doch erst die zweite. Okay. Geh los. Geld überwiesen. Was zahlst du? Ich hab's vergessen. 4,27? 5,27.
Ach, man sieht sie auch immer gleich beim ersten Mal, okay. Ja, fang doch bitte nicht wieder da unten an. Ach, Mensch, Irene. Wir wissen doch, wo wir starten müssen. Ja, 5420. Ja. Na gut, 40 Dollar mehr. Besser haben als brauchen, ne? So, beanspruchen. So eine Lagerkiste. Ach, hier so eine Zaubererkiste, ja. Man will. So, wie viele Tage haben wir denn geschafft? Noch 4. Okay, schaffen wir. Wir gehen weiter. Gucken. Mann, dass die Dinger nicht zählen. Die sehe ich auch so häufig. Aber das sind halt die falschen. Ach, guck mal, da ist doch so ein Vieh. 8 von 12. War in dem Boot irgendwas? Nee, ne? So, Pizza Perk. Das sieht aber alles gut aus. Ja, hier Graffitis zu finden ist auch schwierig. Unbelievable. Müsste auch das letzte sein, oder? Ja. Kann ich ihm die Bude noch sauber machen? Hurra! Es funktioniert wieder! So, sehr schön. Können wir ein bisschen beeilen, damit wir zum Abschluss noch die Wohnung verkaufen können. Und dann werde ich offscreen wieder Geld sammeln für die ganz, 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 ganz große Firma, die wir bald dann aufbauen werden. Mit 12 Angestellten. Also mindestens. Oh, ich mache in Manhattan Plus. Im letzten Monat habe ich übrigens in Manhattan Minus gemacht. 31.000. Alter, später. Achso, ich muss für die Ferry Street bezahlen, ne? So, kann ich die Scheiße jetzt endlich abgeben? Ich will verkaufen. Ja, sehr gut, endlich. So, zum Verkauf. Eröffnungsgebot ist schon 52.000. Also, wir machen tatsächlich Plus. Ich weiß jetzt nicht, was ich an Miete bezahlt habe. Das muss ich leider zugeben. Weiß nicht, ob man das noch schnell sieht. Ja, gerade nicht. Aber es könnten so 6... Naja, so... Ja, ich sag mal knapp 600. Ach, da steht's ja. 577. Also das nochmal oben raufgerechnet. Ich habe, glaube ich, 52 bezahlt. Also 52,5 will ich haben. Ich hoffe, diese Wohnung kauft mir jemand. 3 Leute wollen sie nur. Also Startgebot ist, glaube ich, schon höher als das, was ich... Okay, das ist Mühe drüber. Sehr gut. Bin jetzt schon zufrieden. Ich habe jetzt schon Plus gemacht. Ja. Noch einer 53? Wahrscheinlich nicht. Oh. Bruder. 57,8. Aber da hau ich den Hammer aber sowas von durch. Hier, bitte. Sehr schön. Plus gemacht. So, das ist übrigens auch noch eine Errungenschaft. Ich muss irgendwann diese Villa kaufen. In den Slums. Hat auch irgendeine... irgendein Gangster... Gangsternamen. Wenn ich diese Errungenschaft habe. Weiß nicht mehr. Slumdog Millionär? Weiß es nicht. Irgendwie so. Gut. Dann ist jetzt Schluss. Wir sehen uns hoffentlich morgen dann wieder. Also ich muss mal gucken, ob ich das alles, obwohl ich habe jetzt sehr viele Folgen im Voraus aufgenommen. Und ich denke, ich werde sehr viel Geld... Oh, guck mal, hier eine Karte. Farrakhan Twins Album. 5 von 9. Sehr viel
Zeit, um Geld zu verdienen. Und das werde ich tun. Ja, dann gucken wir mal, was uns erwartet in der nächsten Folge. Und dann machen wir die nächste Hauptmission fertig. Freue mich drauf. So, Feierabend und herzlichen Dank mal wieder fürs dabei sein bei The Tenants. Adios.